Herzlich willkommen bei DM6. Das ist DM7, du Arsch! Ach verdammt, schon verkackt. Nee, der wird doch jetzt nicht. Doch, wieder. Das gibt es nicht, die letzten Streams! Und es ist dann... Und da ist der Schild, das hat er noch gesagt. Shiny, die letzten... Shiny, oh. Wieder Triunite! Hard Rock 1 SS. Damit 7-1 gewinnt Shark die deutsche Meisterschaft. Und damit herzlich willkommen zu Kanna gegen Rage Zeus. Hallo Naivo. Guten Tag. Na, wie hat das Essen geschmeckt? War gut? Sehr gut, sehr gut. Das ist schön. Ja, interessante Partie heute. Rage Zeus gegen Kanna. Ja. Wirklich, wirklich gutes Match. Mein persönlicher Engel. Ja. Und auch in letzteren Tagen Aim Sensei. Mhm. Freue mich sehr, da auch ihn performen zu sehen. Ich auch sehr. Die beiden Spieler wollen auch Warm-Ups spielen. Okay. Direkt 8 Sterne Warm-Up auf 1,5 Minuten. Scheint auch ein Aim-Warm-Up zu sein. Du bist auch Addraft, by the way. Wenn du deinen Tourney-Client öffnest. Ja, das sollte es sein. Hab ich, oder ja. Let's go. Top. Oh mein Gott. Kanna macht die Kanna-Methode. Er spielt Grand Senpai Maps. Wenn ihr nicht wisst, Kanna hat die letzten paar Tage mich angeschrien, jeden Tag einfach Grand Senpai Maps als Warm-Up zu spielen. Alter. Und dann wird jede andere Map sich Pisslow anfühlen. und genau das versucht er hier, glaube ich, zu bewirken. Kann ich auch so sehen. Ich finde den Map-Style an sich auch ganz cool. Also es ist jetzt nicht so, dass die 8 Sterne jetzt nur dummes Gemäppel sind. Ja, wirklich. Also während kann auch hier die erste Hälfte der Map schon SS, also... Eieiei. Mhm. Wo ich das gerade sage. Ja, man muss... Man sieht schon, oder man weiß vorher schon, wenn die Map 8,3 Sterne ist und dann auf 1,5 Minuten verteilt, die spiked auf jeden Fall. Ja, und wie? Ich möchte sagen, mein bester Misscount hier drauf ist irgendwas mit den 10ern, 15 irgendwas. Mhm. Kanna macht hier auch eine Glanzpartie auch. Vor allem, aber jetzt ist halt so random try, ne? Ja, aber man sieht auch jetzt am Ende, das Stamina bei Grand Slam bei MS kommt immer so wirklich, das kickt so rein am Ende noch. Mhm. 410k ist stabil. Aber auch 15 ist sehr krass. Mhm. Mit der Combo, boah. Nicht schlecht. Durchaus. So, mal sehen, ob Rage Zeus auch Warm-Up spielen will. Lore Animosity. Oh. 2 Minuten 20, dann kann ich mir derzeit eine Spezi holen. Bis gleich. Stark. So, dann muss ich mein Twitch-Fenster hier mal von Napi zu Second Circle 2 switchen. Was geht's? Der Song kickt rein. Ja, wir gehen hier direkt von Pure Aim Mechanics zu Tech rein. Also. Die zwiegespaltene Art der Warm-Ups hier. Bronze.
Rotz. Angel kann der Bass leider unlucky. Weil ich mir halt irgendwie nicht im Element dafür bin. Aber ich glaube, würde schon sagen, Rage ist gerade eher an Hit Misses am Scheitern als. Keine Ahnung. Oh Gott. Beide Spieler werden geslossed, leider. So, da bin ich wieder. Moin. Oh, auch harte Map. Gerade sehr harte Map, sehr harter Song. Also, boah, der kickt rein. Junge. What the fuck? Kann er hitten, aber? Oh, also, ich weiß auch nicht, was ich hier ganz sehend bin, aber... es Alter. Ist was ganz Großes. 200k sind halt auch echt stark auf einer 8-Sterne-Map, vor allem auf einer 8-Sterne-Map, die so aussieht. Ja, 8-Sterne-Tag ist... ist hart. So. Ist hart. Rolls, kann er rollt eine 8, 81. Das ist nicht schlecht. Sicherlich überbietet das. Rage soll es hier nicht. Nee, nee, surely not. Surely. 4. Okay, schade, schade, schade. Schade, schade. Fast. Der Wille war da. Okay, Rage Zeus, was wird sein Bann? Ich denke mal. Boah, Hard Rock vielleicht? Oder DT? Der hat doch DT wahrscheinlich, oder? Wohl auf dem Star Rating. DT2, okay. Ja, ja. DT2. Vielleicht kann er No More 2, weil Rage Zeus No More 2 sehr, sehr gut ist. Aber ich bin mir nicht sicher. Eventuell. Hidden 2, einfach. Oh. Hidden 2 Bann. Stimmt. Und DT3 wird direkt gepickt. Kann man auch machen. Der Junge weiß, was er will. Ja, und DT3 kann man machen. Ich glaube, hätte Rage Zeus DT3 gebannt, hätte er DT2 gepickt. Ja. DT3, 255 BPM. Bursts ja. Und Streams zum Teil. Haben wir, glaube ich, schon in so gut wie jedem Match bis jetzt gesehen, wenn es nicht gebannt wurde. Ja. Eine sehr consistent Map für Speedspieler. Auf jeden. Also. Ich würde aber nicht mal sagen, dass Rage Zeus die zu 100% verloren hat. Ja. Also. Die ist halt kurz, ne? Mhm. Und man kann auch mit schlechterer Eck die Map gewinnen, wenn der andere Shit misst. Genau. Shitten ist es nie auszuschließen. Aber ja, die Ecke sieht gerade für Rachel ist nicht super brillant aus. Nee. Was nicht bedeutet, dass er aus dem Rennen raus ist. Auf gar keinen Fall. Aber die Hälfte der Map ist jetzt schon. Oh, und Rage Zeus Mist. Schade. Das damit geht das 1-0 an Kanada. Ja. Ja, kann man jetzt schon sagen. Also. Vor allem immer noch mit dem 99er Eck. Das wird er sich nicht mehr nehmen lassen. Eine echt nette Leistung hier von Kanada. Und ohne Druck aufzubauen, war das halt auch zu erwarten von Kanada, dass er die so gut spielen wird. Mit seinen Erwartungen gerecht. Und somit wird er seinen ersten Punkt securen. Mhm. Und jetzt ist die Frage, ob er einen Breakpoint nehmen könnte vielleicht.
Eventuell. Ich bin gespannt, was Rage Soils erster Pick sein wird. Vielleicht Nummer 2 oder doch eher eine Hidden Map nach dem Hidden 2 Bann. Ich weiß es nicht. Ja, aber wie gesagt, 600er nur. Sehr starker Score von Kana. Sehr, sehr stark. Und, ja. Damit relativ sicheres 1-0. Ja, aber Rage Soils hat, denkt sich, glaube ich, auch, es muss endlich gewinnen. Also alles gut. Ja. Also, ich glaube, Rage Soils generell wird hier nicht zu sehr in die Mechanics-Schiene gehen. Vielleicht Nummer 2 höchstens, aber sonst. Kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube aber nicht, dass der sowas wie Nomad 5 picken wird. Ich glaube, das wäre noch so ein Pick, den Kanda nehmen wird gleich. Ja. Oh mein Gott. Ich lebe schon nicht rein. Hidden 3. Ja. Ja. Wie erwartet. Kann man machen. Ich glaube, Kanda kann auch noch gut für die Hardrocks gehen, wobei ich glaube, Hardrock ein bisschen RNG wird. Weil Rage Soils das halt auch ziemlich gut kann. Hardrock 3 können beide gut, glaube ich, mit so Streams. Precision können beide auch gut. Und Aim sind beide auch, glaube ich, relativ strong drauf. Also, weiß nicht, ich glaube, Hardrock wird generell so ein bisschen RNG. Ja, aber sagen wir Aim. Ob jetzt der Grand Senpai Buff doch noch reinkommt? Mal sehen. Interessant dazu schon, aber... Man muss halt sagen, Rage Soils, ist auf Low Star Rating auch ziemlich, ziemlich consistent und strong. Also, ja. Mal sehen. Es könnte echt ein Tiebreaker-Match werden. Könnte. Aber sogar da würde es, glaube ich, dann eher, weil es Richtung Skill Cap gehen könnte, mit zum Beispiel Tweeting Sky, dann auch an kann er gehen. Also, ich glaube, es. Na, ich glaube, Rage Soils kann das spielen. Der ist halt auch 3-Digit, ne, muss man dazu sagen. Ja, das natürlich, aber. Aber gut. Ich denke mal auch, dass Rage Soils Tiebreaker 2 bannen würde. Ja. Aber erstmal jetzt auf Hidden 3 fokussen, ist ja gerade mal die zweite Map. Ja, stimmt. Weiß gerade gar nicht mehr aus dem Kopf, wie Rage Soils auf den Hiddens abgeschnitten hat. Ich glaube gar nicht so schlecht. Hin rein kompletter Banger, meiner Meinung nach. Auf jeden. So geil. Und auch eine relativ lange Map, 3,5 Minuten. Beide sind noch am F10. Bei der Egg schenken sich beide auch nichts. Kommt der erste Part, wo man mal breaken könnte, wenn man missaimt. Aber beide halten noch. Kann er mit ein paar Eggdrops, aber noch dem FC. Und da ist der Slider Break. Oh Mann, aber Rage Soils tradet. Und das wird wieder rübergehen, so langsam, wenn beide halten. Weil Kann er ein bisschen mehr Combo und ein bisschen mehr... Eck hat, aber er breakt wieder. Und breakt auf nichts. Aber Rage Zeus hat unglaublich viel Eck gedroppt. Ja, mit einem echt starken Eck Drop. Wow. Oh nein, was macht er da? Er hat zu früh getappt. Und das wird jetzt wieder rübergehen. Der Mistread. Boah, obwohl. Kanna wird jetzt hier ein bisschen wieder. Boah, das wird echt. Also, Eck ist jetzt wieder gleich, weil Kanna auch Eck gedroppt hat. Ja. Das sind echt nur 50 Combo Unterschied, ey. Scheiße, Mann. Es wird auf weitere Eggdrops und Combo Breaks ankommen. Jetzt müssen die beiden sich nochmal anstrengen. Mhm. In den nächsten Ki rein. Zweiter Drop kommt. Rage Zeus breakt. Es geht direkt rüber zu Kanna. Kanna jetzt mit 300 Combo Unterschied nimmt sich den Punkte Lead. Rage Soils Slider Break schon wieder. Boah. Und Kanna hält weiterhin an, auch mit Eggdrops hier links, rechts. Aber Chain ist jetzt. Er shaked. Rage Soils jetzt recovered mit der Egg. 1,2% besser. Er muss aber halten, damit das rübergehen wird. Kanna Break nochmal, das ist gut Kanna für Rage Soils. Aber Rage Soils muss halten. Kanna Break nochmal. Er Chain ist. Und es wird rübergehen, aber Rage Soul Slider breakt auch! Aber Rage Soul Slider breakt! Wird es wird auf die letzte Section ankommen! Wer droppt mehr Egg?
Kanna droppt Egg, aber Rage Choice Chainmiss. Kanna breakt auch nochmal. Outro. Das Outro. Rage Choice hat die bessere Egg. Es könnte reichen. Er darf keinen 100er droppen. Er droppt 200er. Es wird so knapp. Spin to win. Spin to win. Spin. Und Kanna holt den Spin to win. Gott. Unfassbar knappe Map. Unfassbar. 4K Difference. Alter. Beide mit 8 Miss. Alter. Wow. 2% Egg Difference. Ja, und genau an der Egg lag es halt daran, oder die Egg hat das halt das ausgemacht, dass es nochmal so knapp wurde, weil Kanna eigentlich eine 30 oder 40K Lead hatte, aber dann von 94 auf 92 runtergefallen ist. Ja, es kam dann zu der Supporting Combo am Ende nochmal runter, es war. Alter. Wow, und direkt ein normal 6-Pick. Ja. Und Kanna. Holy shit, ist echt ja sehr intens. Boah. Wow. Aber genau das war's halt. Und ich glaube, hätte Rage Choice am Ende nicht die 300er in der Outro-Section gehabt, hätte er das geholt. Ja. Alter. Mein Gott. Und so ein Spinner am Ende, da wäre vielleicht, das wäre so die einzige Situation, wo es schlau wäre, Leaderboard anzulassen, links. Ja. Damit man sieht, dass man sich anstrengen muss für das Spin. Oh. Pass. Ja, und jetzt gehen wir in die Nummer 6 rein. Alt Map, kind of. Ja. Sehr viele Slider, Alt Patterns. Sehr gimmicklastig. Hast du den FC heute von Griller gesehen? Nein, habe ich nicht. Der hat mit 99 FC'd. Ich schau gar keine Kühlermess mehr. Mit 500ern. Der macht eh alles. Ja. Der hat jede einzelne Map 99 gehabt. Jede einzelne. Ah, das gesamte Mann. Match durch. Was? Oh, Kanna! Der erste, der breakt! Rage Choice mit das dem FC und der besseren Egg. Dieses Pattern nimmt echt sehr viele Opfer ein. Oh, Rage Choice hält gerade so und Kanna! Mist nochmal. Das ist natürlich sehr, sehr gut jetzt für Rage Choice. Rachel sieht echt comfortable auf der aus. Auf jeden. Hält. Und die Map ist kurz. Die Map ist kurz. Also Hälfte der Map ist schon um. Und Rachel ist immer noch mit dem FC. Mhm. Bloß nicht misst du ihn bei den Slidern jetzt. Aber das geht noch. Beide kommen durch. Kurz vor dem nächsten Drop. Mit besserer Eck oder nicht? Und ich finde, der zweite Drop ist ein bisschen einfacher als der erste. Da sind ein paar schnellere Bursts noch dabei. Wenn man die hittet, ist es aber relativ comfortable. Ja, ein bisschen Finger-Control-lastiger auf jeden Fall. Und das ist durch. Ja. Die Frage ist, sehen wir den Rage Choice FC? Es kommt noch ein schneller Slider. Der Reverse-Slider jetzt gleich. Oder? Ja, doch. Ja, beide hitten den. Ah, beide hitten, okay. Oh, Rage Choice, SS den Part, sehr stark. Sehr krass. Ja. Alter, er SS den Rest, Rage sehr Choice stark. Nimmt sich jetzt auch seinen ersten Breakpoints. Mhm. Ich glaube, das ist der zweithöchste Score. Das ist der zweithöchste Score und ich glaube auch, er ist der zweite FC auf der Map. In der 32. Ach so, ja, stimmt. Rundi hat ja gar nicht gehabt. Nee, der hat auf dem Slider gebreakt da. Da war ja was. Junge, vier Lobbys gerade gleichzeitig. Und der Nomad 4-Pick. Er bleibt bei Slidern. Und bei Nomad. Trotzdem Tech Warm-Up. Welches nicht wirklich funktioniert hat. Aber. Mal schauen. Damit den Breakpoint wieder aufgeholt. Sehr, sehr wichtig, das direkt am Anfang jetzt zu machen. Und es geht rein. Großer Fan von den Songs, die hier gepickt wurden, also für die ja. Sehr sick. Also der Songtitel, der lässt zu wünschen übrig, aber der Song an sich ist gut. Ja. Also bei dem Songtitel hätte ich mir auch was ganz anderes vorstellen können. Irgend so eine Nomad 1 Anime-Scheiße. Sorry, aber pauschal eh nicht. Holy, ich nehm Chat, alles gut.
Oh mein Kana, erster Gott. Break, Chain Miss sogar. Kana, oha. Mit die komplette Wiggle-Section. Aber okay. Rage Zeus traded. Das, was ist das denn jetzt? Okay. Beide Chain Miss. Kana Slider Break. Beide haben natürlich dadurch durch die Chain Miss auch viel Eck gedroppt. Heißt, Eck ist relativ even, aber Rage Zeus hat die Combo Advantage, weswegen er auch die Score Lead hat. Kombo wird ihn aber auch jetzt nur noch so weit bringen, wenn beide jetzt hier durch diesen Pfad halten, was sie tun. Mhm. Und auch wieder eine kurze Map, der Normal Pool generell nicht so lange Maps. Oh, und genau das ist es. Aber Kana breakt auch kurz bevor die Lead hätte. Oh mein Gott, ist das wieder spannend. Kana muss jetzt hier mit seinem leichten Eck-Advantage versuchen, was rauszureißen. Und jetzt kommt die Tech-Section. Wo Rage Zeus, glaube ich, keine Probleme haben sollte. SS gerade auch den Part hier. Kana und Kana breakt und Rage Zeus kommt da super durch. Rage Zeus SS immer noch den Tech-Part. Und Rage Zeus hält weiterhin mit. Ah, der wird geslow-slidert. Oh mein Gott, das ist durch. Das ist das 2-2. Als wäre es noch nicht schön genug gewesen. Ja. Schlimm genug gewesen. Also sehr, sehr stark, wie er da durchgehalten hat. Er hat Egg recovered von 93 auf 96 während des Parts. Sehr krass. Ja. Und seinen Egg Advantage jetzt wieder zum Ende der Map eingenommen. Und schaut hier jetzt den Punktestand even zu machen. Mhm. Mit 2-2. Ja. Und da kann man echt nur von Glück sprechen für Kana, dass Rage Zeus nicht die Hidden 3 gewonnen hat, weil dann wird es jetzt schon 3-1 stehen. Ja. Ja. Ich meine. Ja. Aber so ist wieder alles. Hidden 3 echt knappe Sache und trotzdem. In Kana noch. Oh, Hard Rock 3. In Kana geht Hard Rock 3 rein. Nicht in Nomad 5. Die Hard Rock Streams. Also. Ich glaube, beide können die F10. Bitte ist das Tech. Oh nein, Kana weiß es nicht. Oh nein, Kana! Kana weiß es nicht. Der gleiche Fehler wie Rundi, wirklich. Ja. Eieiei. Hatte Rundi die gestern gewonnen? Ich weiß es gar nicht mehr. Rundi hat die gestern verloren, weil er dachte, dass das Tech wäre. Und dann waren es Streams. Stimmt, gegen Rui Rui, ich weiß noch. Oh Mann, ja. Der Klassiker. Und Rage Zeus hat extra nichts geschrieben. Wahrscheinlich hat er die auch gut gepracticed. Und Kana wird jetzt erstmal verwundert sein, glaube ich. Mal sehen, ob er bei der ersten Stream-Section 100er droppt, weil es halt OD10 ist und er, glaube ich, die Streams nicht erwartet. Ich bin gespannt. Ja. Wer weiß, vielleicht hat er die Song-Preview gehört, dachte so, okay, es gibt vielleicht ein paar Streams. Ja. Aber. Okay, noch nicht. So, jetzt. Nee, Kana hält die Egg. Nee, Kana hält die Egg. Beide Even Egg. Aber ich glaube, Rage Zeus hat halt den Vorteil, dass er nicht side-readet. Ja. Die Absenz von Tech hier wirklich nicht so ein großes Problem für Kana. Nee. Jedoch auch nicht für Rage Zeus. Beide Spiele halten hier immer noch ein FC. Ja, und Rage Zeus mit erstaunlicher 99er-Eck. Ja. Sehr stark. Ja, und Kana hier ein bisschen seine Eck fallen lässt. Wir haben auch schon zwei 99er FCs auf der gesehen, von Luki und Krilla. Krass. Beide kommen da super durch. Ja. Da habe ich auch ein bisschen Shake gerade auf Kana gesehen, ich glaube. Ja. Oh Mann. Das Ding ist, jetzt Alter, wenn einer breakt, ist es over, ey. Ja. Wenn der andere nicht direkt danach misst. Den Halfway Point erreicht. Jetzt wird es echt spannend. Ja. Wer zuerst breakt. Wenn überhaupt hier jemand breakt. Beide hitten den Fünfer, wo Rui Rui gestern gemisst hatte. Das wird spannend jetzt. Racefair ist immer noch mit 99,3 sehr starker Eck. Mhm. Während wir hier in weitere Streams reingehen. Imagine Double FC, das wäre so krank. Aber es ist noch gut, was zu spielen! Rage Zeus Slider Break! Scheiße!
Warum sprichst du, Dion? Alter, scheiße, Mann. Es tut mir leid. Aber wenn Kanna Chain missen sollte, aber das muss bald geschehen, dann ist es doch doable, ja, weil Rage Choice die bessere Eck hat. Rage Choice bessere Eck, immer noch ein S-Ring, glaube ich, für ihn. Ich glaube, das war ein Celebrick. Ja, droppt jetzt ein paar Hunderter, hat aber immer noch 0,5 bessere Eck. Und Kanna muss jetzt genau missen. Der Chain Miss fehlt hier. Ja, das ist over. Und das wird over sein. Ja. Sehr krass. Die Frage ist jetzt nur, wird Kanna F10? Natürlich bitter für Rage Zeus, ne? Der Slider Break. Der hätte die halt gewonnen, wenn er jetzt nicht viel mehr Egg droppt. Aber ich glaube auch, das war ein Misstep, genau. Und er misst nochmal. Und Kanna kommt da super durch und FC'd hier die Hard Rock 3 Side Read. Obwohl und er dachte, dass es ein Tankman ist. Ja, und Kanna pickt direkt Nummer 2. Sehr entschlossen. Achso, nein, er sagt Nummer 2. Ich bin dumm. Gott, ich sehe nur den Chat und nicht. Boah, sehr, sehr, sehr schöner FC. Ja. Achso, oh nein, jetzt hat Jante die Nummer 2 gepickt. Er hat nicht mal pickt. Ich nicht mal, ja, ich dachte auch. Ich dachte auch, er meint Pick. Es ist halt, vor allem ist halt Rage Toys dran halt mit Pick. Ja. Ich dachte gerade schon so, hä, warum pickt der jetzt Nummer 2? Ja, das ist halt das Problem. Es gibt gerade 4 Lobbys und ich bin mir ziemlich sicher, dass Jante gerade mindestens 2 Lobbys gleichzeitig reffen muss. Deswegen. Ja. Kann mal passieren. Busy Tag. Aber ist ja nicht so schlimm, das war ja eh Kannas Pick, von daher. Ja. Gehen wir jetzt nochmal zu. Okay. Vielleicht aber Inspiration Jetzt schreibt Rage Zeus doch und pickt Nummer 2. Das wär's so. Macher-Move. Er macht einfach ready. Ich glaube, Zeus pickt dir Nummer 2. Wäre schon lustig. Wäre echt witzig. Kann ich mir auch gut vorstellen. Und nicht nur vertan, ja. Ich meine, er hat gerade zwar auf Streams verloren, aber die Maps kannst du nicht vergleichen. Ja. Hard Rock 3 und Nummer 2. Das eine. Ich meine, er hat ja gezeigt, dass seine Tapping Consistency auf jeden Fall da ist. Ja. Also. Ein Egg-Duell könnte er gut gewinnen und hin 1 geht er rein. Aim. Ja. Sehr interessant. Auf der Map hat Per gerade einen schönen FC gehabt mit 200er nur. Nice. Mhm. Hat sich damit vom 4-2, das war der Punkt zum 4-4, nachdem er 4-2 hinten gelegen hat und hat dann noch den Tiebreaker gewonnen. Das war echt insane gegen Unboys. Ja. Sehr krass. Das war echt ein gutes Match. Das scheint auch wieder ein gutes Match zu sein hier. Wir gehen rein. Ich denke mal, die können beide gut spielen. Die ist echt straightforward. Selbst für Leute, die nicht so viel Hidden spielen, sollte die echt machbar sein. Ja. Auch ziemlich großzügige AR, 9,5, das geht echt fit. Also, ich glaube auch, das könnte jetzt zu einem Echt-Duell hinausführen. Könnte echt sein. Beide Spieler, denke ich mal, recht consistent auf diese Art von Aim. Ob hidden oder nicht. Ja. Egg, sag gleich. Egg kann man aber eh vernachlässigen, da werden beide ja glaube ich nicht so viel droppen, es wird echt auf die Combo halt ankommen, ne? Ja. Wenn, kommen wir gut. Rage Zeus Break beim ersten Chain. Das ist nicht gut, Kanna muss breaken jetzt. Wow.
Und durch die Chain Misses hat halt Rage Royce jetzt auch nur eine 97er erklären, kann er noch mit 99,7 hält. Und Kana schaut hier jetzt sein Lead zu erweitern. Mhm. Auf diesem Slow Part. Oh, aber Kana misst! Oh. Auf einem verhältnismäßig einfachen Pattern. Ja. Und Rage Toys war nicht am Schlafen. Er hat jetzt wieder. Oh, aber er Kombuli- oh mein Gott, aber jetzt. Oh nein. Nicht froh darüber, sein Cursor. Und. Boah. Das wird jetzt ganz schwer. Er hätte halten müssen. Er hat nicht mal. Er hat gerade so 100k Difference nur noch rausgeholt. Mehr nicht. Also. Es ist nur noch ein Drittel zu spielen. Kana hat immer noch Egg Advantage. Das sollte, glaube ich, durch sein. Ja. Kana muss jetzt echt Egg droppen und mehrere Male missen, damit Rage Toys doch irgendwie eine Chance hat. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Kana jetzt mit über 100.000 Punkten Advantage. Ob er jetzt hier in dem Slow Parts misst, ich weiß es ja nicht. Und ich glaube, es ist, das ist durch. Sicher zu sagen, die Map ist gebacken. Breakpoint wieder. Für Kana. Ja. Mist nochmal, aber. Mist noch einmal. Aber das trotzdem. Ist zu spät. Oh, ich wollte gerade seine Eck komplimentieren. Come on. Eieiei. Schade, hat nochmal ein bisschen. Score Gap verkleinert, aber Kana hat halt zu spät gebreakt. Ja. Und bitter war halt, dass Rage Toys direkt am Anfang gechainless hat, weil er dadurch durchgehend hinten war, auch mit der Egg. Ja. Und Hard Rock 2 von Kana. Interessant. Indeed. Bleibt bei Hard Rock jetzt. Dieses Mal wirklich auf Kanas Pick. Boah, das wird schwer. Ich kann nicht sagen, wer das gewinnen wird. Rage Toys kann sowas auch richtig gut. Wir gehen rein. Hard Rock 2, aber auch nicht wirklich ein Rage Toys mit einem Early Miss. Sehr fragwürdig. Mhm. Ja, aber Hard Rock 2 eine Map, wo man von beiden Spielern was erwarten kann hier. Aber jetzt sind die Nerfs weg bei Rage Toys, alles gut. Ja. War alles so geplant. Alles so. Oh. Ja. Aim vielleicht auch ein bisschen weg. Also, es sieht wirklich nicht schön aus für ihn bisher. Nee. Er muss sich wirklich ein bisschen einfangen jetzt. Ich meine, die Map ist lang, aber er darf sich jetzt nicht nochmal sowas Leichtsinniges erlauben. Ja. Aber das weiß er natürlich Björn. Auch. Björn kann er immer noch nett hält. Oh, Kana breakt! Breakt jetzt! Wieder ein Shitmiss, aber Rage Toys muss halten, hat wieder. Obwohl, nee, die Egg ist relativ ausgeglichen sogar. Die Egg hat er zurückgeholt. Oh nein! Und Rage Toys misst. Er hat zu schnell geaimt. Ah, die Consistency immer noch nicht wirklich weg. Und er misst nochmal. Noch Miss. Die Consistency wirklich nicht da, er kann keine große Combo hier ergattern. Nee. Er ist immer ein bisschen. Ja, also es ist wirklich knapp, dass er missaimt immer, aber er ist halt nicht genau drauf. Ich glaube, er ist meistens ein bisschen zu schnell. Ja, und nochmal. Er findet nicht wirklich den Rhythmus in die Map rein. Schade. Hälfte der Map jetzt over. Aber es könnte immer noch sein. Ich weiß halt nicht, ob Kana ihm jetzt nochmal so ein Geschenk macht, ne?
Ja, kann man müsste jetzt auf jeden Fall halt nochmal ordentlich breaken. Es ist halt noch und machbar. Und Race Tyson müsste sein Aim wirklich hier mal anfangen, Grip nochmal kurz anpassen. Wer weiß. Also Race Tyson müsste jetzt den Rest FC. Okay, schade. Ja. Das sollte over sein. Ja. Kann er mit der 500er Combo. Und zieht vorbei. Jetzt auch kann er mit 98 Egg hat sich nochmal wirklich oh Gott. Mist nochmal, ja, aber ja. Schade, ey. Das hätte echt ein sehr, sehr knappes Match werden können. Ja. Relativ viele Maps auch close. Hat er ja mit Hidden 3 angefangen. Wo Spin to Win war. Aber sehr schade jetzt. Dass Hardware 2 doch nicht so aufging wie gewünscht. Race Choice schaut hier nochmal, sich am Ende ein bisschen Combo aufzubauen. Digga, ich sehe gerade, ich krieg gerade einen Screenshot von Jante. Der Main Channel, da ist gerade Warm-Up und die haben einfach Taiko Warm-Up gepickt, Cypress gegen TPLC. Oh, nice. Wir haben Twitch-Bot im Chat. Nee, das war ich. Insulated Accurate. Ach so. Viewshype.com. Achso, ich dachte, du meinst das Automod mit Bann. Nein. Achso, okay. Nee, hier im yeah, Twitch-Chat genau. Haben wir Hi, I want to offer promotion of your channel. Ja, ich hab den direkt gebannt. So. Ah, schade. Mono. Ich wollte Promotion auf dem Channel haben. Ja, aber wir sind schon reich. Wir sind schon fame genug, ja, genau. Wer weiß, vielleicht können wir uns dann auch Affiliate leisten. Könnten wir rein theoretisch, aber Paul ist zu faul. Okay. Nice. See. Damit 5-2. Alter, krass. Eine sehr starke Performance von Kana. Mhm. Red Sox ist sogar die beste OR, aber naja. Ja. Einfach nicht das Aim, was er hätte sich gewünscht. Nee. Auf der Map. So, damit ist Kana in dem Winners Round of 16. Wir gehen mal kurz ins Bracket rein und Red Sox ist dementsprechend im Losers Bracket. Wir schauen mal kurz, gegen wen er ran muss. Er muss ran gegen Snowcycle oder Shiragi, oder? Oder bin ich dumm? Nee, er muss ran gegen... Nein, das ist... Warte. Oh mein Gott. Zeitfrost gegen TPLC, glaube ich, oder nicht? Ja, Zeitfrost gegen TPLC, genau, was Zeitfrost jetzt gerade auch angefangen hat, wo gerade das Warm-Up ist, also genau. Raiden wir da jetzt direkt hin. Der nächste Stream hier auf dem Second Channel ist um 19.15 Uhr. Das ist dann ganz... Lass mich kurz gucken. Auge gegen Lion schaltet ein. Und ja, bis dahin viel Spaß beim Banger-Match zwischen Zeitfrost gegen TPLC und wir sehen uns später wieder. Ciao! Ciao! Ciao, Maui!